Du musst nur dein Denken verändern, dann wird sich deine ganze Welt drehen. Ist das wirklich so? Gibt es diese Aussage, dass du nur dein Mindset ändern musst und dann wird sich dein ganzes Leben verändern? Oder du musst es nur genug wollen, du musst an dich glauben und dann ist alles möglich. Und da sind wir ja schon mitten im Thema, nämlich Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind ja eine Ebene der Veränderung oder liegen auf einer Ebene der Veränderung mit den Werten in unserem Modell. Und da ist ja so die Frage, wie ist denn das wirklich? Weil es gibt ja heutzutage viele da draußen am Markt, die dir einreden möchten, du hast es noch nicht geschafft, weil du noch nicht genug an dich geglaubt hast. Und das wird oft verknüpft mit so ganz interessanten Verbindungen, Gedankenverbindungen, nämlich, ja, wenn du nicht in dich investierst, dann wirst du es auch nicht schaffen. Ja, also wo dann suggeriert wird, dass man quasi erst selbst diese mentale Hürde überwinden muss, damit andere auch bereit sind, in dich zu investieren. Ja, also ganz, ganz interessante Aussagen, die da halt herumkursieren. Und ich bin ja so ein Freund der Ergebnisse und schaue mir dann auch immer gerne an, was schaut denn wirklich unterm Strich dabei raus? Kann ich wirklich durch reine Veränderung des Denkens mein ganzes Leben verändern? Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe gemischte Gefühle und auch eine gemischte Meinung dazu. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn du einen neuen Lebensabschnitt begehst, wenn du eine persönliche Entwicklung hinter dir hast, wenn du eine Veränderung erzielt hast, dann wirst du danach anders denken als davor. Ganz, ganz sicher. Also ich habe viele Stufen meines Lebens bereits durch, auch selbst in meinen jungen Jahren. Und ich kann da sagen, als Student habe ich anders gedacht, als Selbstständiger habe ich anders gedacht, als Unternehmer, als NLP-Trainer habe ich anders gedacht, als NLP-Practitioner, als ja, also ganz, ganz viele Beispiele, wo ich heute wirklich sage, auch dass ich jetzt anders denke, konnte ich Dinge anders tun. Das Coole an der Sache ist, dass natürlich jetzt, wo ich anders über Dinge denke, will ich natürlich ganz andere Dinge tun. Das heißt, die Probleme, die ich damals hatte, habe ich heute einfach nicht mehr, weil ich einfach gelernt habe, damit umzugehen, weil ich sie lösen konnte. Sind es weniger Probleme? Nicht zwingend. Also ich glaube, die Probleme, die kommen dann trotzdem. Und ich glaube, dieses Gefühl zu sagen, ich entwickle mich weiter, bis ich keine Probleme mehr habe, das wird nicht passieren, weil natürlich mit jeder Stufe, die man erklimmt, wieder neue Grenzen, Barrieren, Hindernisse auftauchen. Also so viel dazu. Also, aber ich mache zumindest andere Dinge. Dadurch, dass ich anders denke, gelingt es mir auch, viele Abkürzungen zu nehmen. Also wenn ich heute ein Business starten würde, würde ich jetzt nicht mehr 3-4 Jahre brauchen, so wie damals, sondern ich würde es wahrscheinlich in einem halben Jahr schaffen oder in einem Jahr schaffen, weil ich halt einfach weiß, wie es geht, weil ich halt gewisse Dinge getan habe und dadurch gewisse Schlüsse ziehen kann. Das heißt, das Denken ist schon sehr mächtig. Und auf der anderen Seite ist aber die Frage, wenn ich anders denke in dem Moment, wo ich ein Ziel erreicht habe, wo beginnt das? Also das ist das Henne-Ei-Problem ein bisschen. Führt das Denken dazu, dass ich ein Ziel erreiche? Oder führt das Ziel dazu, dass ich anders denke? Oder handle ich einfach anders? Und also wo beginnt das Ganze? Und wir sind ja gerade in den Ebenen der Veränderung. Und ich habe da ja diese Metapher des Rades beschrieben. Und habe da ja gesagt, dass es 6 Ebenen gibt und die Glaubenssätze eben eine Ebene sind. Vielleicht ein kleiner Exkurs, was sind Glaubenssätze überhaupt? Naja, Watzlawick hat ja schon so treffend formuliert, du kannst nicht nicht Glaubenssatz. Also Watzlawick hat eigentlich gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Aber wir gehen davon aus, dass alles, was wir kommunizieren, auch ein Glaubenssatz ist. Also alles, was wir sprechen, was von innen nach außen geht, ist eine Annahme über die Wirklichkeit, ist ein Glaubenssatz. Und dementsprechend stellen Glaubenssätze die subjektiven Annahmen über Wirklichkeit dar. Wie sehe ich die Welt? Wie orientiere ich mich? Wie glaube ich, dass Dinge funktionieren? Also all das sind Glaubenssätze. Vor allem deshalb, weil sie bei jedem anders sind. Ja, selbst eineiige Zwillinge, die das gleiche Umfeld hatten, natürlich die gleichen Eltern, die ähnlichen Freundeskreis haben, die werden mit ziemlicher Sicherheit anders sich entwickeln, obwohl sie dieselben genetischen Voraussetzungen haben. Das heißt, wir sind halt sehr, sehr stark beeinflusst und die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen genau gleich denken, ist bei null. Und dementsprechend
ist es immer subjektiv und Glaubenssätze sind eben diese Annahmen über die Wirklichkeit und ein Glaubenssystem, in dem wir uns ja auch befinden. Also wir sind jetzt zum Beispiel in einem Land, ein Land hat immer ein System, das sind oft die Gesetze, ja, nach denen man sich halt richtet. Dann gibt es religiöse Systeme, Glaubenssysteme, wo man einfach da gewisse Wertvorstellungen und Annahmen trifft, wie man miteinander umzugehen hat. Und in jeder Firma gibt es Glaubenssysteme, quasi wie verhält man sich untereinander, welche Regeln gelten. Das sind alles Mindsets, also Glaubenssysteme. Und die Summe aller Glaubenssysteme, in denen man sich befindet, ist eben dein individuelles Mindset, in dem du dich halt eben befindest. Und jetzt ist es so, dass der Grund, warum du halt so bist, wie du bist, ist, weil du halt so denkst, wie du denkst. Daran glaube ich sehr stark. Und deshalb wird es unterm Strich nicht daran vorbeiführen, deinen Weg, auch deine Glaubenssätze aufzubrechen. Dieses Netz, dieses Mindset, dieses Glaubenssystem, verknotete Ding, was da in dir herumkursiert, irgendwann mal aufzulösen, zu hinterfragen, da andere Wege zu gehen, neue Synapsen zu bilden, das wird unweigerlich notwendig sein. Und was ich dir aber auch sagen kann, ist, dass, und das ist leider die negative Nachricht oder die ressourcenärmere Nachricht, das Denken alleine wird es nicht tun. Das Denken alleine kann Dinge in Bewegung bringen. Ja, du kannst durch gute Reflexion, durch gezielte Fragestellungen, durch Dinge, die du hinterfragst, kannst du so stark in die Motivation gehen, dass du das Rad mehr anstößt. Aber unterm Strich wird es immer darum gehen, dass du auch die anderen Ebenen mitnimmst. Du wirst immer auch andere Dinge tun müssen, andere Dinge lernen müssen, dich mit deinen Werten beschäftigen müssen, damit schlussendlich eine nachhaltige Veränderung einzieht. Das heißt, wenn irgendjemand dir sagt, du musst nur anders denken, damit alles anders wird, das kann ich definitiv verneinen, das wird nicht passieren, sondern du musst natürlich was dafür tun. Das Denken alleine tut gar nichts. Ja, nur weil ich der optimistischste Mensch bin, den es gibt, wird mir nicht unbedingt Gutes widerfahren. Wenn ich aber dann noch gute Dinge tue dazu, wenn ich mich danach verhalte, wenn ich dementsprechend ressourcenvolle Fähigkeiten aufbaue, dann wird die Wahrscheinlichkeit schon sehr steigen. Wenn ich mich in ressourcenvolle Kontexte begebe, dann wird die Wahrscheinlichkeit steigen. Also die braucht trotzdem immer wieder auch alle Ebenen. Das Thema Glaubenssätze und Glaubenssysteme wird sowieso einen eigenen Bereich in diesem Format einnehmen, weil es einfach so ein umfangreiches ist, wo wir uns anschauen können, wie bearbeiten wir die, wie kann man die hinterfragen, wie kann man sie auch loswerden, wie kann man Glaubenssysteme verändern, Glaubenssätze verändern. Das ist ja ein zentraler Punkt im Coaching. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann kann ich dir nur empfehlen, dich tiefer ins NLP zu begeben, in vielleicht eine NLP-Coach-Ausbildung, dir diese Fähigkeiten zu holen, weil ich glaube, NLP ist wirklich das beste Tool, um genau solche Themen zu bearbeiten, Glaubenssätze zu verändern, weil wir haben uns wirklich viele Jahre damit beschäftigt und haben jetzt auch mittlerweile Techniken und auch Insights entwickelt, die quasi auch weiterentwickelt wurden aus dem NLP, weil ich mir auch rundherum ganz, ganz viele Glaubenssysteme angeschaut habe. Wir haben uns zum Beispiel die Therapie angeschaut, wie denken Therapeuten, habe ja selbst eine Praxis, in der ich arbeite. Ich habe mir wissenschaftliche Glaubenssysteme angeschaut, wie denken die über gewisse Themenstellungen und die Summe aus all dem habe ich versucht eben hier einzubauen und echt ein wirklich cooles Konzept daraus zu entwickeln, wie Glaubenssätze und Glaubenssysteme eben nachhaltig verändert werden können. Wie erkennst du jetzt Glaubenssätze? Tatsächlich am einfachsten über einen anderen Weg, weil die Glaubenssätze, ich fange vielleicht kurz etwas anders an. Glaubenssätze erkennst du auch durch deine innere Stimme natürlich. Also wenn du jetzt den Alltag bestreitest oder im Alltag unterwegs bist und du gewisse Gedanken hast, das sind alles Glaubenssätze natürlich. Die wichtigsten Glaubenssätze erkennst du aber genau dann, wenn du vor einer Hürde, Barriere, vom Hindernis stehst, vor irgendeiner schwierigen Entscheidung, vor einer Aufgabe und da kommen meistens die wirklich spannenden Glaubenssätze zum Vorschein. In dem Moment, wo du jetzt sagst, ich stehe vor einer wichtigen Präsentation in der Firma, was ist das, was dir die innere Stimme sagt? Ist es das, du schaffst das schon oder ist es das, puh, das wird schwierig? Ja? Beides sind Glaubenssätze, beide werden Verantwortung dafür haben, wie du tatsächlich das dann in die Realität umsetzt, aber werden unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Das heißt, Gedanken, Glaubenssätze formen Handlungen, formen Ergebnisse. Und manche zum Beispiel würden sich denken, ich kann das nicht oder warum muss ich das machen, ich bin noch nicht bereit dafür, ich
bin nicht gut genug dafür, ich bin nicht charismatisch genug. Also alles, was dann kommt in solchen Momenten, das sind deine Glaubenssätze. Die kannst du mitnehmen, daran kannst du arbeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte mein Leben verändern und ich möchte mich jetzt selbstständig machen, naja, welche Glaubenssätze kommen? Tatsächlich ist es so einfach, ja, dass du dir einfach nur dein Ziel hernimmst oder deine Vision hernimmst und die einfach mal in den Raum stellst und sagst, ich möchte das erreichen und dann einfach hinhörst, welche Sätze kommen. Wenn da nur kommt, du schaffst das, du machst das, du bist super, du bist toll, naja, dann steht dem Erfolg wahrscheinlich nichts im Wege, weil dann kannst du direkt in die Umsetzung gehen. Wenn du aber merkst, okay, du hast zwar ein Ziel oder eine Vision, hast die aber noch nicht umgesetzt, dann wird das höchstwahrscheinlich daran liegen, dass es immer noch diese Glaubenssätze gibt, die dich daran hindern, wo du vielleicht dann eingeflüstert bekommst, wird das eh was, ist es schon gefährlich, bin ich das überhaupt, passt das überhaupt zu mir, kann ich das, was werden die anderen denken? Und diese Glaubenssätze kommen ja dann in diesen stillen Minuten auch häufig und das sind genau die, die man dann ins Coaching mitnehmen kann. Wenn man die bearbeitet durch durchaus auch komplexere Interventionen. Also ich glaube, es wäre jetzt sehr weit hergeholt zu sagen, wir können jetzt in einem 10-Minuten-Podcast deine Glaubenssätze aufbrechen. Aber wenn man die nachhaltig bearbeitet, dann wird sich eine Sache in dir tun, nämlich du wirst dich befreit fühlen, du wirst tief durchatmen können, du wirst anders auf das Thema blicken und wirst dann dadurch, und jetzt kommen wir wieder zum springenden Punkt, Dinge anders tun können, du wirst dich mehr zutrauen, sie anwenden können und wirst dann quasi von dieser Ebene der Glaubenssätze auf die Ebene des Verhaltens überswitchen. Dadurch wirst du dich vielleicht trauen, in andere Umwelten hineinzutauchen. Das heißt, auch da wieder dasselbe. Glaubenssätze sind ein super Startpunkt, wo du sagst, boah, da gehe ich jetzt mal rein, da mache ich den Start und dann wirst du aber trotzdem alle anderen Ebenen mitnehmen müssen. Deshalb finde ich das Modell auch so schön der neurologischen Ebenen, weil es einfach beschreibt, es ist wurscht, wo du beginnst. Es geht nichts unter dem anderen und alle, die dir sagen, es wäre anders, kann ich das sagen, es stimmt nicht. Wenn du aber alle mit einbeziehst, wenn du wirklich darauf achtest, dass du nicht eins außen vor lässt und schon gar nicht bitte das umsetzen und handeln, dann wirst du sehen, dass du dich sehr schnell auch verändern kannst. Veränderung kann schnell gehen, tatsächlich, also daran glaube ich fest, wenn man die richtigen Hebel zur richtigen Zeit eben in Bewegung bringt, weil dann erzeugt man echt eine Dynamik, ein Rad, das fast unaufhaltsam ist. Das wünsche ich dir und damit wünsche ich dir auch viel Erfolg. Unser Kanal hier hat viel Erfolg, wenn du ihn abonnierst, wenn du uns likest und wenn du uns vielleicht sogar kommentierst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Dann bist du auch immer informiert darüber, wann das nächste Video online kommt. Und danke, dass du mit dabei bist. Ich freue mich riesig und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles, alles. Liebe.